Wir kämpfen einfach. Eins gegen eins. Okay. Ein Elektro-Pokémon wie Pikachu hat gegenüber einem Wasser-Pokémon doch Vorteile. Wir werden sehen, wir werden sehen. Was auch immer passiert, irgendjemandem wird es die Augen öffnen. Dieses Bleepren ist sehr von sich überzeugt. Okay, du darfst anfangen, Ash. Leg los! Gut, dann wirst du jetzt mal meinen Pikachu und seinen super genialen Donnerblitz erleben. Pikachu! Metallklaue! Oh nein! Es hat die Attacke absorbiert! Bleepren! Bleepren schickt den Donnerblitz zurück! Wie das denn? Ich meine, Bleepren sieht schon stark aus. Metallklaue ist eine Stahl-Pokémon-Attacke und äußerst wirksam. Man kann sie zur Abwehr von Elektroattacken einsetzen. Bleepren! Dabei ist Donnerblitz die Attacke, die Pikachu so richtig berühmt gemacht hat. Dieses Bleepren ist wahnsinnig stark. Jetzt kann ich verstehen, wieso Kenny es bis in die Finalrunde geschafft hat. Jetzt bin ich an der Reihe. Bohrschnabel-Attacke! Kopf hoch, Pikachu! Pikachu, Wirbel vorbei! Oh Mann! Das ist schon wieder diese Attacke! Und jetzt Eisenschweif, los! Bleepren, Blubstrahlattacke! Bleepren! Ja, gut gemacht! Nicht schlecht, Kenny, aber es ist noch nicht zu Ende. Blubstrahl so einzusetzen war echt super. Wenn man seine Attacken so geschickt einsetzt, ist man der perfekte Koordinator. Dieser nicht identifizierte Knirps zeigt unserem altbekannten Knirps doch ganz schön, wo es lang geht. Es ist eben ein Bleepren und hat ganz schön was drauf. Wandelnde Poesie. Und mit welcher Energie? Und schon habe ich die Idee. Ich weiß schon welche. Boah, ingenau. Patti, Bibi. Wir müssen uns diesen Dynamo für Jessie krallen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Oder?